Wir bemerken auch eine andere Ikone an der Ostwand des Kirchenschiffs, und diese Ikone ist in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil zeigt unseren Herrn Jesus Christus, der auf seinem Thron sitzt und von den vier körperlosen Lebewesen umgeben ist. An seiner Seite stehen zwei Engel, und zu seiner Rechten von hinten sehen wir den heiligen Abamaka den Großen. Aus der entgegengesetzten Richtung bemerken wir einen anderen Heiligen, der sich auf seinen Knien verbeugt und bittet, als er unserem Herrn Jesus gegenübersteht. Sein Name ist unbekannt, es könnte jedoch sein, dass der Künstler ein persönliches Porträt von sich in die Ikone zeichnete, wie es Ikonografen zu dieser Zeit gewohnt waren. Außerdem sehen wir im unteren Teil der Ikone unsere Herrin, die Jungfrau Maria, auf einem Stuhl sitzen, während das Jesuskind auf ihrem Schoß sitzt. Zu ihrer Rechten sehen wir den Apostel Petrus und zu ihrer Linken den Apostel Paulus. Die Namen sind sowohl in koptischer als auch in syrischer Sprache verfasst.